Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem nächsten Interview und heute haben wir einen sehr speziellen Gast da und zwar den lieben Bene. Herzlich willkommen. Es ist mir eine Ehre, freut mich hier zu sein, freut mich auch mal wieder ein Interview zu geben. Ich habe ein paar Geschichten auf Lager, ich hoffe, ich kann unterhalten in unserem Interview und ich freue mich riesig drauf. Dankeschön. Also ich glaube, in dem ganzen DeFi-Chain-Space kennt man dich, auch vom Jellyverse-Space, ja, Mitglied von Black Swan. Woher könnten, ja, vielleicht so als Einstiegsfrage, woher können dich die Leute kennen, bei welchen Projekten bist du dabei, was hast du so in der Vergangenheit gemacht? Ja, also du hast ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Und zwar habe ich soziale Arbeit studiert, habe da auch meinen Master gemacht in Governance soziale Arbeit, habe als Lebensberater gearbeitet. Paarberatung habe ich eher weniger gemacht, und Erziehungsberatung. Und dann irgendwann, ja, habe ich dann in Bitcoin investiert. Ich glaube, mein erstes Investment war Litecoin damals, 2017, Anfang 2017, weil ich dachte mir halt, okay, von Litecoin, da kann ich ein paar kaufen, da habe ich ein paar ganze Litecoin und bei Bitcoin war es halt damals jetzt schon nicht mehr so leicht, wobei es waren trotzdem noch Preise von, weiß nicht, $500 pro Bitcoin, $600, vielleicht auch $1000. Es war schon noch machbar, aber damals mit, ja, Studentengehalt, ein bisschen schwierig, und dann habe ich zum ersten Mal in Litecoin investiert, natürlich auch in Bitcoin, in Ether ein bisschen. Und dann ging es halt mega ab damals. Und ich wollte dann im zweiten Bullenmarkt nicht mehr dieses Gefühl haben, dass ich praktisch alles hoch und auch wieder mit nach unten genommen habe, sondern ich wollte in der Zeit eben auch ein bisschen Geld generieren. Und dann habe ich sowieso Julians Videos verfolgt, habe gesehen, wie er mit Kool Savas und mit so ein paar anderen Rapper da in einem Video war, das fand ich sehr witzig und natürlich auch sein Bitcoin-Content. Und dann hat er irgendwann von DeFi-Chain erzählt. In 10x war ich auch investiert, aber nur so ganz am Rande, so, was weiß ich, das waren 100 Euro oder so damals, also nicht viel, da nicht viel verloren. Und dann kam eben DeFi-Chain und ich dachte mir so, okay, ich probiere das mal aus und habe dann mit so ein paar lustigen Meme-Videos angefangen bei DeFi-Chain, mich einzubringen in der Community, weil ich wollte so ein bisschen teilhaben an dem Ganzen. Ich wollte so ein bisschen Teil sein von der Community auch. Und dann, ja, habe ich so ein paar lustige Videos gemacht, die kamen gut an bei den Leuten. Habe da ja so ein bisschen Stimmung gemacht auf Twitter. Wir haben auch solche Twitter-Storms veranstaltet, wo dann irgendwie alle DeFi-Chain-Content gepostet haben am gleichen Tag. Wir haben sogar mal in die Twitter-Trends geschafft damals. Ich glaube, Platz 30 oder so. War ganz witzig. Und dann irgendwann dachte ich mir, das war cool, aber ich würde gern mehr Verantwortung übernehmen. Habe dann ein CFP gestellt, ziemlich großes. Ich glaube, es war das größte im letzten Jahr, wo es darum ging, die NFC zu sponsern. Und seitdem kannten mich, glaube ich, die meisten bei DeFi-Chain. Und ja, dann ging es weiter mit Firmengründung und so weiter, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ich denke, daher kennen mich die Leute. Sehr, sehr gut. Ja, wie du gesagt hast, die NFC, wie kam es dazu? Hast du dich vorhin schon mit der NFC auseinandergesetzt? Hast du da schon Berührungspunkte gehabt und wie bist du dann auf dieses, sag jetzt mal, Sponsoring gekommen? Drauf gekommen bin ich, dass ich UFC verfolge über DAZN und habe da den Andreas immer kommentieren hören und fand den damals schon cool. Ich fand, der hat eine coole Art und dachte mir dann, okay, vielleicht kann man ihm irgendwie ein T-Shirt machen, wo DeFi-Chain draufsteht und dann kann er das bei der DAZN-Übertragung einfach anziehen, weil sie werden da manchmal eingeblendet und dann finden wir halt bei der UFC statt, weil der Andreas dann unser T-Shirt anhat oder so. Und das war meine Ursprungsidee. Und dann habe ich dem Andreas auf Twitter geschrieben. Ich meine, ich hatte damals 1000 Follower oder so, 1500. Und er hatte, glaube ich, 3000. Und dann dachte ich, okay, das ist so die Größe, wo er vielleicht mir noch antwortet und zurückschreibt. Und er hat auch gleich am gleichen Tag noch geschrieben und meinte dann, hey, cool, danke für deine Nachricht. Ich kläre das mal ab. Und der Zone war nicht begeistert davon, dass er da dann ein DeFi-Chain-Shirt anzieht. Und dann meinte er, sorry, das können wir so nicht machen. Aber ich habe da eine eigene Veranstaltungsreihe, NFC, vielleicht können wir ja da irgendwie was drehen, vielleicht können wir da was machen.
Dann meine ich so, ja, klar, cool, können wir machen. Und da habe ich erst angefangen, mich mit der NFC zu beschäftigen. Das heißt, ich habe davor kein einziges Event von denen gesehen, nichts, weil manche Leute mir ja unterstellt haben, ja, der macht halt jetzt sein Hobby, irgendwie sponsert sein Hobby, dass er da immer in der ersten Reihe sitzen kann. Ich hatte davor nichts mit denen zu tun, gar nichts. Ne? Und ich wusste dann durch Fabio, den ich eben so konsultiert habe, und durch Ben, dass Kampfsport recht gut passt zu Krypto. Also die haben die gleiche Zielgruppe eigentlich an Leuten. Drone Racing gehört noch dazu und Basketball gehört auch dazu, noch so ein paar Sachen. Und die haben halt eine Riesenüberschneidung an Leuten und Kampfsport eben vor allem mit Krypto. Und dann haben die mir auch geraten, ja, verfolgt das mal weiter, guck mal, was da machbar ist. Und durch diese Motivation von Fabio auch, den ich da an der Stelle ganz lieb grüßen möchte, habe ich dann diesen Mut gehabt, einfach mal dem Andreas noch zu schreiben und zu sagen, hey, komm, lass uns da was Großes aufziehen. Und er hat am Anfang, hat er mir dann im Nachhinein gesagt, er dachte erstmal, da kommt halt irgendein Krypto-Scammer und will ihn da über den Tisch ziehen. Aber hat sich dann trotzdem drauf eingelassen und am Schluss haben wir halt gemerkt, dass es echt gut harmoniert, dass es gut passt, dass es eine ehrliche Kooperation, Zusammenarbeit ist. Und dann haben wir dieses CFP eingereicht. Ben hat mir da geholfen dabei vom Accelerator-Team damals, jetzt Jelly Labs. Und dann haben wir das halt einfach gepusht. Ohne Ende. Ich habe so viele Fragen damals beantwortet, weil niemand hatte Bock drauf auf dieses Sponsoring am Anfang. Niemand hat verstanden, warum wir das jetzt machen sollen. Weil der süße Jelly, warum jetzt der mit Kampfsport und so, das passt doch nicht. Und da schlagen sich Leute. Und dann habe ich halt versucht zu erklären, hey, das ist ein Sport, wie jeder andere auch. Und dieses Männliche, das passt eigentlich ganz gut. So dieses, die haben so ein cooles Image. Und das ist ja das, was Krypto-Leuten manchmal fehlt, ne? Dieses coole Image zu haben, bisschen Bad Boy-Image und so. Als die Und das steht uns Moonboys. eigentlich ganz gut. Genau. Und dann haben wir das halt einfach gemacht. Und es hat halt super gut funktioniert. Und es war richtig cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Jetzt haben wir noch ein Event. Und dann ist es erstmal abgeschlossen. Aber die Partnerschaft hat sich einfach von Anfang an richtig gut angefühlt. Und es war ein unglaublich cooles Erlebnis und halt auch diese Real-Life-Treffen dort mit den ganzen Leuten, die dann kamen, war unbeschreiblich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ich mich frage, woher hast du auch so die Zeit genommen? Also, das ist ja eine riesen Verantwortung erstmal dahinter, weil eben durch das CFP hast du so eine grundlegende, wie soll ich sagen, die Bringschuld, sage ich jetzt mal, den Leuten gegenüber. Ging das gut oder hast du da einen riesen Stress gehabt? Organisatorisch hattest du da wenigstens genug Hilfe? Also ich dachte eigentlich, nachdem das CFP vorbei ist, ist der Stress erstmal erledigt und dann wird es ruhiger. Aber dann hat es eigentlich erst richtig angefangen. Dann wird es eigentlich erst richtig, richtig stressig. Und zu der Zeit war ich noch angestellt, zu 30%. Habe aber damals schon für mich entschieden, ich möchte eh in die Selbstständigkeit gehen. Und ich habe mich auch schon zu der Zeit teilselbstständig gemacht gehabt. Da habe mir dann gesagt, okay, bei so einem CFP entweder ganz oder gar nicht. Ich muss entweder ganz machen oder ich muss es komplett sein lassen von Anfang an. Und ich habe natürlich ein paar DFI bekommen für dieses CFP, dass ich das mache, weil du kannst halt sowas über ein Jahr lang vor allem, kannst du sowas nicht machen, ohne dass du finanziell wenigstens ein bisschen entschädigt wirst. Das haben manche mir auch übel genommen, dass ich da ein paar DFI dafür bekommen habe. Im Nachhinein, für die Arbeitsleistung, die da reingeflossen ist, für die Stunden, die das waren, habe ich vielleicht 1,50 auf die Stunde bekommen oder so. Ich glaube, mittlerweile bin ich sogar im Minus, weil letztes Mal haben wir die Leute eingeladen von der NFC, die Veranstalter, die Referees und so weiter. Und das CFP-Geld ist eigentlich weg mittlerweile. Wir haben mit dem letzten Geld noch Tickets gekauft und dann ja, haben die halt, waren es gewohnt, dass man sie einlädt. Und ich wollte das auch machen. Das finde ich, das gehört sich so. Und dann habe ich es halt aus eigener Tasche bezahlt, weil ja, willst du dann auch nicht sagen, nee, jetzt erst mal ein bisschen weniger oder so, oder die Falschung hat kein Geld mehr, deswegen muss ich es jetzt zahlen, sondern ich habe es dann einfach gemacht und fertig. Und ich glaube, es passt auch, es ist jetzt nichts, was mir wehtut an Betrag, aber ja, ich glaube, es war für mich, was das Finanzielle angeht, ein Nullsummenspiel, eher Minus, aber durch die Leute, die ich da kennengelernt habe und so weiter, konnte ich natürlich auch viel für meine Firma tun, für Black Swan tun.
Und dann hat es mir doch was gebracht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie als Betroffener dastehe oder so. Ganz im Gegenteil, es hat mir viel gebracht, aber halt monetär gar nichts. Ja. Aber ja, es war ein Fulltime-Job und ich hatte gute Hilfe. Der Mark 76 hat mir sehr geholfen. Der Ben hat mir sehr geholfen, vor allem in der Anfangszeit. Auch Fabio in der Anfangszeit extrem geholfen. Und ja, jetzt sage ich vor allem der Mark, der mich da unterstützt im Hintergrund. Also erstmal Hut ab. Ich glaube, viele Leute sehen da auch gar nicht so dahinter. Also die sehen dann eben viel dieses CFP, sehen den Betrag, aber sehen gar nicht die Arbeit dahinter. Und wenn man das wirklich dann auf die Stunden runterrechnet, was wahrscheinlich nur an Calls hattest, was du Termin vereinbaren, das Ganze organisieren. Also ich glaube, da kann dir die ganze DeFi-Chain-Community auch dankbar sein, dass du ja die Arbeit auf dich genommen hast. Weil es ist auch was Cooles, also dass man halt die DeFi-Chain auch so mit der realen Welt verbindet. Ich glaube, da können wir auch in Zukunft noch viel, viel mehr machen. Weil ich glaube, also mit vielen Leuten, die ich drüber spreche, wir sind so in einer kleinen Bubble. Also wir haben Ja. immer die gleichen Leute, immer weniger Leute, aber du siehst immer die gleichen Leute und wir haben nicht viele Leute von außerhalb. Und ich glaube, genau mit solchen Events, genau mit solchen Sachen, die auch in der realen Welt spielen, könnten wir die DeFi-Chain auch wieder größer machen. Ja, dass auch mehr Leute auf die DeFi-Chain aufmerksam werden. Absolut, guck's dir an. Es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Wenn man so will. Wir sind jetzt Bitcoin bei einem neuen All-Time-High. Jeden Tag kommt ein neues All-Time-High rein. Die Leute sind wieder interessiert an Krypto. Und jetzt haben wir die letzte Veranstaltung in Frankfurt, ausverkaufte Halle, Max Koga-Titelkampf und DeFi-Chain findet da statt. Also es hätte besser nicht laufen können. Das einzige Problem ist halt, dass DeFi-Chain nicht in einem Bullenmarkt ist. Der DeFi-Chain hochgegangen in der Zeit und leider ist es halt nie passiert, außer einmal, dass DeFi-Chain wirklich mal in den grünen Zahlen war, in dieser Zeit, wo wir jetzt das Sponsoring hatten. Und wenn das halt häufiger mal passiert wäre oder wenn der Preis wirklich einfach mal 3, 4x gemacht hätte, ja, jeder, der bei so einem Event ist, der wäre da reingesprungen wie ein Blöder. Ja, der hätte Haus und Hof verkauft und hätte DeFi gekauft dafür. Aber dieser Moment kam halt nicht so wirklich und deswegen kam nie diese FOMO auf und man konnte es halt auch nie dann wirklich so pushen dort, weil ja, es gab halt diesen Moment nicht. Und auch jetzt, das ist eigentlich der beste Zeitpunkt, aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es wird DeFi-Chain nicht viel bringen. Es wird DeFi-Chain nicht viel bringen, dass wir da stattfinden, trotz Max Koga, trotz ausverkaufter Halle, weil einfach dieses Momentum gerade nicht bei DeFi-Chain ist. Auch wenn jemand nachher auf Köln Market Cap beispielsweise geht und dann DeFi-Chain sucht oder auch generell nach DeFi-Chain googelt und sieht dann diesen Chart, ich wäre selbst auch abgeschreckt, weil ich nicht so in der Materie drin, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, wir haben ja riesen Chancen, beispielsweise mit dem D-Token-System, wenn das Ganze mit dem DUSD irgendwann funktioniert. Und ich glaube, das ganze Thema so dezentralisierte Aktien, auch was auf der Meta-Chain nachher möglich ist. Da können wir schon sehr viele Leute abholen, aber in dem Moment müssen wir uns das Ganze noch aufbauen. Das ist so meine Meinung, dass wir Darf ich eben, dir da eine Frage stellen? ja. Glaubst du, das DUSD-Thema wird irgendwann gelöst? Oder ich frage anders, glaubst du, DUSD wird irgendwann wieder bei einem Dollar sein ohne Dex-Fee? Ohne Dexfee. Was soll ich sagen? Das kann rauf und runter gehen. Nee, also mit. Ich bin, eine Meinung ist schwierig, aber ich glaube, wir haben sehr viele Leute, die in den DUSD waren und ganz aus dem System wollten, schon aus dem System. Ich selbst habe keine Zahlen, wie viel DUSD ja, noch im Umlauf sind, nicht gelockt. Es braucht sehr viel Zeit und sehr viel frisches Kapital, würde ich jetzt mal behaupten, dass das Ganze funktioniert. Wenn wir das Ganze jetzt immer noch weiter so lang ziehen, wie es bisher läuft, nein, sehe ich es nicht. Da müsste schon etwas passieren, da müsste eine positive Nachricht von Bake, eine sehr, sehr positive Nachricht mal kommen. Oder mehr Kapital oder größere Investoren. Aber wenn wir jetzt einfach weitermachen und ein paar Leute ihre 10 DeFi am Tag in die USD swappen, nee, sehe ich es nicht. Aber eben deshalb finde ich solche Events cool, eben um mehr Leute ins System zu bringen. Das klingt immer wie so ein Schneeballsystem, wenn man das sagt. Aber das halt. Ja, dass irgendwann frisches Kapital auch reinkommt und diese Leute auch profitieren und dann nicht ihre DUSD mit 80% im Minus noch verkaufen müssen. Aber Ja.
einiges passiert, dass das Ganze funktioniert. Deshalb das ganze Repack-Thema immer ein bisschen schwierig im Moment. Es müsste mehr in eine positivere Richtung gemacht werden, als dass es im Moment passiert. Aber ja. Ja, es ist traurig leider, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du da schon so aktiv warst bei DeFi Chain, als der Tommy damals diese Haircut-Idee hatte, also diese Schuldenschnitt-Idee. Ich möchte jetzt nicht auf dem Thema nochmal rumreiten, wirklich nicht. Ich möchte auch nicht die Gefühle von anderen Leuten verletzen. Ich weiß, es ist ein sehr emotionales Thema, aber es ist meine persönliche Meinung, hätte man da wirklich mal ernsthaft drüber nachgedacht und das einfach nur logisch gesehen und nicht emotional gesehen, was er damals gesagt hatte, ich glaube, wir würden heute anders dastehen. Und ich frage mich auch, ob ich das hätte mehr pushen können oder ob ich das hätte diplomatischer reinbringen können, ob man hätte irgendwas anders machen können, damit es eben nicht zu diesem, ja, zu dieser starken Ablehnung dieser Idee gekommen wäre. Aber ich glaube, man hätte wirklich nichts tun können. Ich glaube, es war so ein emotionales Thema damals. Aber wenn ich mir heute diese Videos anschaue, ich hatte ja einen YouTube-Kanal damals, DeFi Chain Strategies, jetzt Black Swan Strategies, mit Tommy zusammen. Und wir hatten da auch Videos, wo Leute, sagen wir mal, eine Debatte geführt haben. Und wenn man das halt heute nochmal anschaut, dann hat ja halt Tommy mit allem recht, was er gesagt hat. Und viele Leute hatten mit allem Unrecht, was sie gesagt haben. Und wenn man es heute nochmal anschaut, ja, dann ist es einfach bitter. Es ist einfach bitter. Ich habe das dazu mal nur so am Rande mitbekommen. Also war nicht in der Materie drin und da war ich auch noch sehr frisch bei der, also frischer bei der DeFi-Chain drin. Ein großes Problem sehe ich halt, wenn das Ganze von außerhalb betrachtest, aber auch wenn du in DeFi-Chain investiert bist. Es wird, sagen wir auch, der DUSD ist ein Jahr lang auf dem Peg. Warum sollte er nicht wieder depeggen? Also, Kügi hat das erklärt, dass es eigentlich nicht mehr passieren sollte. Trotzdem, wir haben es in der Vergangenheit gesehen mit diesen ganzen Repack-Aktionen, das hat nicht viel gebracht. Und Ja. ich würde jetzt keine 100.000 oder 10.000 in DUSD investieren, wenn ich davon ausgehen kann, dass der vielleicht wieder bei 10 Cent wäre. Und ich glaube, das schreckt auch größere Investoren ab, auch später, wenn der DUSD von mir aus ein Jahr auf dem Peg ist, da überhaupt noch Geld zu investieren. Deshalb ist immer noch die Frage, ja, kann es so überhaupt weitergehen? Und es ist ein sehr emotionales und schwieriges Thema, aber ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen, weil da muss sehr, sehr viel passieren und sehr viel Vertrauen geschaffen werden. Und ob das überhaupt noch funktioniert, ist ein ganz anderes Thema, glaube ich. Glaube ich auch. Ich sehe das auch als zwei unterschiedliche Themen. Das heißt ja immer, wenn der DUSD failt, dann failt auch DeFi Chain. Das sehe ich so nicht. Das sehe ich so nicht. Also dieses Argument erschließt sich mir nicht, weil DeFi Chain ist mehr als DUSD. Voll. Aber ich glaube, man hat sich sehr stark auf DUSD konzentriert in den letzten Monaten. Und wenn dieses Kapital, was in DUSD geflossen wäre, ist, wenn das auf Metachain geflossen wäre, ich glaube, da wäre es sinnvoller aufgehoben gewesen. Die Leute müssen mit ihrem Geld machen, was sie für richtig halten. Aber auf Metachain kam es mir vor, das hat sich angefühlt wie so eine Wüste, wo ab und zu mal so ein Heuballen durchrollt. Und bei DUSD, das war das Ding. Aber es hat sich mir nicht wirklich erschlossen, warum. Und ja. Ich glaube, es wird super schwer, wenn man am DUSD festhält, dass halt der DFI-Preis irgendwann mal wieder hochgeht. Also ich sehe es gerade so rum, dass wenn man am DUSD festhält, wird es schwer für DFI. Und viele andere sehen es halt so, dass wenn man den DUSD fallen lässt, dann würde DFI auch, wär DeFi-Chain auch kaputt. Und ich glaube, wenn man den DUSD fallen lässt, hat DeFi-Chain eigentlich erst wieder eine Chance. Kann ich eigentlich fast so unterschreiben. Ein großes Problem ist ja, wir haben diese kleine Bubble und in dieser kleinen Bubble haben wir jetzt zwei Lager. Also die Lager, die sagen, ich habe so viele Videos über die Metachain gemacht und jetzt und habe die Projekte vorgestellt. Wir haben coole Projekte auf der Metachain
Und wir sind so Vanilla-Swap, wir haben keine Liquidität, alles fließt in die USD. Ich frage, und dann kommt Jellyverse mit dieser Nachricht, und ich konnte es so gut nachvollziehen. Es ist das, was ich schon seit Wochen gesagt habe, dass wir einfach mal mehr Fokus auf die Metachain-Projekte setzen sollten. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal das Interview mit Daral gesehen hast, von Millionpixel DFI. Er hat mir gesagt, er fängt jeden Morgen um 5 an vor der Arbeit, 2, 3 Stunden am Arbeiten, macht jetzt auch bei OctoDeFi mit, programmiert da auch mit. Und die bekommen so wenig Liebe und so wenig Aufmerksamkeit, wäre man einfach an einem vielleicht schon, ja, toten Coin wie dem DUSD festhängt und das probiert irgendwie gerade zu biegen. Und wenn wir die Leute auch auf Twitter anschauen, es macht sich ja jeder über uns lustig und ich kann es völlig nachvollziehen. Also von außen betrachtet ist das Ganze gefailt und mir tun auch die Metachain-Projekte leid, die einfach so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Metaland, Vanilla Swap, was haben wir alles noch? OctoDeFi. Ja, der Lukas Ist und echt Paul traurig. von Ebox und Metaland, der Dominik von Vanilla und der Dwight, das sind so gute Leute. Das sind wirklich gute Leute. Und es ist bitter. Es tut mir wirklich, wirklich weh für diese Leute, weil ich weiß, wie viel Herzblut die in ihre Projekte stecken. Und das sind halt jetzt die ich besser kenne. Da gibt's noch mehr, ja, die wirklich, wirklich jeden Tag aufstehen und versuchen, das Ding rumzureißen und besser zu machen. Und es tut mir weh für die Leute, weil, ja, da ist einfach nicht genug Aufmerksamkeit und nicht genug Liquidität. Und das war ja auch unser Problem. Es ist einfach nicht genug Liquidität auf DMC. Und da kann auch jeder kommen und mir was anderes erzählen. Jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber nicht jeder hat das Recht auf seine eigenen Fakten. Ne? Und der Fakt ist nun mal, da ist nicht genug Liquidität momentan. Sehe ich völlig genauso. Wenn ich das kurz noch einhaken kann, wenn ihr Fragen an Metalent habt, ich habe genau in der Woche noch ein Interview mit den zwei Jungs. Könnt ihr gerne auch noch hier in die Kommentare schreiben, falls ihr da noch Fragen an Paul und Lukas habt, dann ja, wenn wir die auch gerne beantworten. Ja, ich kann es so unterschreiben und ich bin sehr, sehr froh, dass du das Ganze auch so siehst, weil ich habe immer so das Gefühl, ich bin alleine mit dieser Meinung. Dass einfach so wenig Aufmerksamkeit den DeFi Metachain-Projekten gegeben wird. Jetzt haben wir so lange auf die Metachain gewartet. Es wurde verschoben, es wurde verschoben. Und es interessiert einfach keinen. Also gefühlt benutzt wirklich niemand die Metachain. Wir haben irgendwie 80 Troves auf Metaland. Kann ich jetzt vielleicht jetzt mit dem Preis momentan nachvollziehen. Aber trotzdem, die Leute bauen und bauen, aber die Leute stürzen sich nur auf den DUSD. Ich meine, Chefs wie auch sehr coole Jungs, alles, also. Aber es wird alles nur, also Jeffsphere läuft wirklich sehr, sehr gut mit dem DUSD, aber da sieht man, dass die Leute sich nur für den DUSD interessieren und die DeFi-Chain selbst einfach nebendran liegt und es passiert einfach gar nichts mehr darauf. Ja, und ich möchte auch nicht alles schlecht reden. Also Ja, nicht, dass klar. man mich da falsch versteht. Das bezieht sich eigentlich fast nur auf DUSD, weil DeFi-Chain als solches, die Community ist mega. Die Leute sind wirklich super. So viele intelligente, coole, gute Leute dort. Metachain ist eine gute Sache. Klar, hier und da hakt es noch ein bisschen, aber Metachain hat Potenzial. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch. Die Projekte, die dort drauf bauen, die haben Potenzial. Auch Grüße an die Jungs von JavSphere, weil manche denken ja, da ist immer so ein bisschen Stichelei oder sowas. Nee, die Jungs machen einen guten Job, die machen es schon gut. Und gerade auch den Igor, den kenne ich schon länger und den Sebastian auch. Die waren auch schon bei NFC-Events. Mit denen ist alles cool. Und auch der Hong zum Beispiel, der ja auch bei dir im Interview war, ich habe das Interview gesehen, ist ein super Typ. Ich mag den Hong unglaublich gerne. Klasse Mensch und ja. Ich möchte, dass die Jungs Erfolg haben. Ich möchte, dass jedes Projekt auf DMC Erfolg hat. Ich möchte, dass DeFi-Chain Erfolg hat. Also, das ist ja auch immer das, nur wenn man woanders hingeht, mit einem großen Projekt wie Jellyverse, heißt es nicht, dass ich DeFi-Chain Schlechtes wünsche oder sonst irgendwas. Sonst wäre ich heute nicht in dem Interview und würde über DeFi-Chain reden und mich aufregen über manche Dinge, die da laufen. Sonst würde ich nicht den Twitter-Space machen. Sonst würde ich nicht zu dem Event gehen, das wir jetzt noch haben in Frankfurt und würde da DeFi-Chain repräsentieren. Sonst würde ich die Dinge nicht machen. Also, ich bin im Herzen DeFi-Chain, aber man darf die Dinge halt auch nicht schönreden, wenn sie nicht schön sind. Ne?
Das ist so. Und das ist manchmal echt traurig, wenn du, also fast schon deprimierend, wenn du einfach eine kritische Meinung zu Sachen hast, zu Themen, weil du es ja als positiv im Sinn hast. Also du willst ja, dass die DeFi-Chain weiterkommt. Deshalb sprichst du ja kritische Dinge an. Du kannst ja auch alles schönreden, wenn du möchtest. Aber dann bekommst du schon fast Hate, weil du halt ja kritische Sachen ansprichst. Ja, ich meine, Und ja. ich bin ja auch nicht doof. Ich weiß genau, damals, als ich als Person auch so ein bisschen Hype hatte, als mein CFP durchging und als es gestartet ist und wir waren 120 Leute in Dortmund und so. Ich weiß, ich hätte einfach nur den DUSD hypen müssen und ich hätte einfach nur sagen müssen, DUSD ist das Beste, in das du investieren kannst. Und ich hätte auf dieser Hype-Welle weiter surfen können. Das ist mir bewusst, aber du musst es halt mit deinem Gewissen vereinbaren können, das dann so zu hypen und das zu sagen, wenn du selber anders fühlst. Und das konnte ich nicht. Und ich glaube, da müssen manche Leute noch ihr Gewissen hinterfragen. Vor allem, wenn man es dann wirklich als bombensicheres Superinvestment anpreist, wenn es das momentan nicht ist. Es kann sich immer ändern. Es kann sein, in einem Jahr ist es anders. Aber wenn du das so anpreist, dann musst du halt echt aufpassen. Und ich glaube, da müssen einige Leute rechtlich aufpassen, aber auch ihr Gewissen hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Ja, weil niemand hat eine Glaskugel. Das kann. Wir können den Pack nie sehen, wir können den in 2 Tagen sehen, wir können den in 5 Jahren sehen. Es weiß ehrlich gesagt niemand. Und eben die Chance ist natürlich auch da, dass wir ihn gar nicht sehen. Aber trotzdem glaube ich, ja, die Leute sollen eher mal kritischer hinterfragen, vielleicht zweimal ihr Investment überdenken, oder halt einfach überlegen, okay, in was investiere ich, wie stehen die Chancen? Und nicht nur auf Leute, auf die ganzen Influencer hören. Ja, ja, klingt jetzt komisch, aber ja, ist schon ein heikles Thema, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Aber ich. Ja, lass uns vielleicht über ein anderes Thema reden. Ich Genau, glaube, gerade DUSD ist, haben wir das ist jetzt so ein viel abgehakt. schweres Thema. Da Sehr. gehen immer die Mundwinkel nach unten. Es ist immer ein trauriges Thema irgendwie. Lass uns über positive Dinge reden. Da gibt es genug. Gerne. Also ich will nur kurz sagen, also ich glaube, man merkt es auch raus, dass wir sind ja nicht gegen den Pack, also nicht falsch verstehen. Also wir wollen ja beide, dass das Projekt Erfolg hat. Trotzdem, ich glaube, wir beide haben jetzt eine eher kritischere Meinung drüber, was vielleicht auch gut ist. Deshalb nicht denken, wir wollen das Ganze schlecht reden. Wir wollen das Ganze natürlich auch mal aus einem vielleicht anderen Blickwinkel anschauen. Aber eben, wie gesagt, wir gehen jetzt mal zu positiven Themen und zwar Black Swan. Was kannst du uns schon alles darüber berichten? Boah, was kann ich Eine berichten? Ich sehr könnte viel ausführliche berichten. Ja, Frage, ja. das ist ja Gerne Zeit. immer so, da nimmt man mich ja auch ein bisschen hoch damit, dass ich das so anwaltmäßig immer antworten muss. Aber ich kann natürlich schon sagen, dass die Entwicklung momentan sehr gut aussieht, was Apollon angeht, also unserem J-Asset-System für Jellyverse. Und bei Jellyverse allgemein sieht es momentan sehr gut aus. Ich denke, es wird jetzt die nächsten 1,5 bis 2 Wochen spätestens eigentlich, glaube ich jetzt persönlich, bekannt gegeben, auf welche Chain es gehen wird. Das ist aber komplett bei den Jungs. Also ich kann da auch nichts vorwegnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt was sagen könnte, was irgendwie dann eine Welle auslöst oder so, sondern die Jungs wissen Bescheid, die Jungs haben den Plan, die Jungs machen das. Und ich vertraue denen einfach auch, dass sie da eine gute Entscheidung treffen. Natürlich sind wir beratend im Hintergrund und versuchen da zu unterstützen als Black Swan, aber die machen das, ja, und die haben auch einen Plan. Ben, Marketing-Ass, ja, hat das Ganze studiert. Der wird jetzt die Marketing-Maschinerie anschmeißen und dann wird das Ding richtig abgehen. Und ich glaube, Jellyverse an sich wird einfach auch krass. Aber bei uns bei Black Swan jetzt, wenn du nach uns fragst, Apollon sieht gut aus. Ich denke, dass wir so 1,5 Monate, vielleicht sind es auch 2 Monate, aber auf jeden Fall relativ zeitnah, nachdem Jellyverse launcht, dass wir auch starten können. Ich habe sehr gute Resonanzen bekommen von anderen Blockchains, von Foundern anderer Blockchains, die das J-Asset-System absolut krass finden und revolutionär finden. Jellyverse als Ganzes, aber eben, ich rede jetzt als Black Swan, das Apollon krass finden. Und das wird natürlich schon einschlagen, da bin ich mir sicher. Ja, wir haben uns die ganzen Protokolle angeschaut, von Synthetics bis was weiß ich, ja, alle angeschaut, auch die DeFi-Chain natürlich angeschaut.
Und all die Fehler, die passiert sind, egal ob auf DeFi-Chain oder bei den anderen Protokollen, die haben wir ausgemerzt und haben jetzt praktisch einen Liquidity-Fork, wo man immer sagen kann, Liquidity kann nicht viel, aber das, was es kann, kann es halt extrem gut. Und wir haben uns die Smart Contracts angeschaut, jeden Smart Contract, also da auch Grüße an Philipp aus meinem Team, der da wirklich eine Bombenarbeit leistet und ein krasser Developer ist. Und der hat es halt so gut umgebaut, Liquidity, dass du halt jetzt diese J-Assets da hast, dass du einen J-Tesla da hast und dass du das halt handeln kannst und du fühlst dich wie wenn du bei Trade Republic bist. Ja? Und Trade Republic ist immer so mein Paradebeispiel, weil ich nutze es gerne. Meine Eltern nutzen Trade Republic und die verstehen, wo sie klicken müssen und so. Und das war immer mein Anspruch, das muss so ähnlich sein. Und vielleicht ist es nicht genau Trade Republic, aber es ist doch Kryptobörse, ja, wo du intuitiv weißt, wo du klicken musst und du hast dieses Ätzende von der Blockchain, das Blockchain eben auch mit sich bringt. Ja, es bringt die Sicherheit, aber es bringt auch was Ätzendes mit sich. Und das hast du da halt nicht, weil du fühlst dich einfach nur, wie wenn du auf einer ganz normalen Kryptobörse bist und du tradest da und du hast halt die Sicherheit aber von der Blockchain dahinter. Und das ist wirklich was, wo man auch sagen muss, da haben wir ein großes Projekt am Start. Und das ist nichts, was man mal so kurz aus dem Ärmel schüttelt, weil ich lese natürlich die Kommentare auch und die Leute schreiben, ja, andere Projekte, die bringen ein Ding nach dem anderen raus und ihr schraubt da immer noch an dem J-Asset-System rum. Ja, das ist halt ein bisschen wie wenn jemand, der Dame spielt, der sagt dir halt, hey, ich habe jetzt schon 10 Spiele beendet, wie sieht es bei dir aus? Aber du spielst halt Schach du spielst auf demselben Brett, aber du spielst halt ein anderes Spiel. Das ist ein ganz anderes Ding. Ja, und du sagst halt, ja, ich sitze seit 7 Stunden dran an meinem Spiel, weil es halt viel komplizierter ist. Ist halt so das Königsding praktisch. Und der andere spielt halt seine Dame und haut da ein Spiel nach dem anderen raus. Ist ja cool. Jeder soll spielen, was er will. Aber ich glaube, wir sind da einfach unterschiedlich in dem, was die Schwierigkeit angeht. Und deswegen muss man halt ein bisschen länger warten auf das J-Asset-System. Aber wenn es kommt, boah, dann scheppert es richtig. Ja, dann wird es richtig abgehen. Ich glaube, viele Leute, die werden noch riesige Augen machen, wenn sie wirklich dann mal Apollon sehen werden und wenn sie da mal traden werden. Es werden viele skeptisch reingehen und werden sagen, ich gebe dem jetzt eine Chance, aber ich bin mega skeptisch, was es angeht. Und die werden von Tag 1 das Ding lieben und die werden da bleiben und die werden es feiern. Und auf den Tag, auf den freue ich mich wirklich. Da arbeite ich drauf hin, jeden Tag von morgens bis abends. Wenn du wüsstest, mit wem ich heute schon alles Calls hatte, die halbe DeFi-Chain-Community war da dabei und die Jellyverse-Community genauso. Aber ich weiß, wofür ich es mache. Ich mache es dafür, dass am Schluss was Großes entsteht und dass da eine Plattform geben wird, die einfach ein Mega-Potenzial hat. Ja? Und wo du das machen kannst, wofür die DeFi-Chain eigentlich angetreten ist. Und was ich auch gerne auf der DeFi-Chain gesehen hätte, dass es funktioniert. Aber genau das werden wir jetzt im Jellyverse umsetzen und es wird mega gut. Das ist jetzt das eine Projekt, das wir haben. Wir haben noch mehr Projekte in der Pipeline und ich weiß, dass die Leute natürlich auch darauf hoffen, dass wir Apollon auch auf DeFi-Chain deployen, also auf Meta-Chain deployen. Ich hoffe es auch. Ja, ich wünsche mir das auch. Und hey, es wäre super cool, ein Black Swan-Token zu haben und dann das J-Asset-System da zu launchen. Das wäre eine mega Sache. Ich hoffe, dass es kommt. Aber auch unsere Geldruhen haben halt einen Boden und wir haben jetzt die Bridge mit Crowdswap, wo wir nochmal in die eigene Tasche greifen müssen, weil das Geld nicht ganz reicht von unserem CFP. Dann haben wir natürlich laufende Kosten für das JS-System, wo wir im Jellyverse launchen. Und wir haben ganz viele andere Projekte noch vor. Und da ist halt ein Projekt davon, auch Apollon auf Metachain zu bringen. Aber da müssen wir jetzt gucken, wie die Ressourcen aussehen, wie die Blockzeiten aussehen, ob sich da was ändert, weil es ist halt auch ein Kampf. Und das sind noch viele Schritte zu gehen, aber ich gebe diesen Traum nicht auf. Irgendwann will ich Apollon auf Metachain sehen. Und ja, wenn es nach mir geht, kommt es auf jeden Fall. Aber ich bin nicht allein im Team. Es hängt von vielen Faktoren ab, von vielem Äußeren auch. Und wenn es nach mir geht, auf jeden Fall, ich bin dabei. Aber es geht halt nicht nur nach mir, sondern es ist eine Teamentscheidung und es ist eine Entscheidung, die externe Faktoren hat. Man merkt aber auch deine Begeisterung dafür. Also, man merkt auch, dass du sehr viel Spaß daran hast und dich wirklich freust, wenn das Ganze, ja, die Masse auch benutzen kann. Ja, also, Absolut. Das freut mich. wird revolutionär. Das wird was ganz Neues, was die User Experience angeht. Und
viele Leute in der DeFi-Chain-Community, die kennen halt nur DeFi-Chain. Und ich sag dir, wenn die mal den Blick über den Tellerrand machen, dann sehen sie, dass die Light Wallet halt nicht mehr auf dem allerneuesten Stand ist der Technik. Die ist immer noch gut, aber was du halt auf einem EVM-Layer, was du da halt machen kannst, ist schon nochmal anders als jetzt unsere Native Decks. Ja, es sieht halt einfach anders aus, du hast mehr Möglichkeiten und alles. Und MetaChain, klar, kommt jetzt in diese Kategorie. Da kannst du natürlich auch mehr machen, aber ich glaube, viele werden halt zum ersten Mal wechseln von rein DeFi-Chain nativ und werden mal im Jellyverse das JS-System ausprobieren und die werden halt den Unterschied merken. Ja? Und das ist jetzt gar nichts gegen das D-Token-System. Ich möchte, dass das erfolgreich wird. Es darf von mir aus auch erfolgreich sein. Das ist völlig okay. Aber es wird halt schon was anderes. Es wird schon was anderes. Und es wird halt richtig krass. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Also ich muss mich auch noch mehr in die Materie einarbeiten. Ich habe mich, da bin ich völlig ehrlich, zu wenig im Moment ja, informiert, weil ich auch die begrenzte Zeit, die ich hatte, hatte ich in die Metachain-Projekte größtenteils jetzt gesteckt, um die zu supporten. Da hatte ich, ja, hatte ich halt auch vor, dann über Jellyverse-Videos zu machen, aber bin halt wirklich noch nicht dazu gekommen. Deshalb werde ich mich da auch informieren. Wahrscheinlich wird dann auch Jellyverse-Content kommen. Du hast einen sehr guten Punkt auch angesprochen, und zwar dieser Trade Republic-Vergleich. Ich hatte ja auch mit Lars Berg ein Interview, und der sagte auch, dass die Octo Wallet, die sie machen wollen, halt auch sehr, sehr benutzerfreundlich werden wird. Und ich glaube auch, dass ihr das auch machen werdet, so wie ich das Ganze jetzt so rausgehört habe. Und das ist auch so ein Riesenpunkt, den ich bei der Meta-Chain, generell bei der DeFi-Chain, so schade finde. Ich kann jetzt nicht meiner Mutter, meinem Vater, meinem Onkel sagen, ja, schau mal, DeFi-Chain, kannst du das und das machen? Da bist du einfach mal 3 Stunden dran, um das Ganze einzurichten, um zu zeigen, okay, du musst das so und so machen. Es ist einfach im Moment, ich hoffe, das kommt eben später auch noch, nicht wirklich benutzerfreundlich. Und ich glaube, da habt ihr schon einen sehr, sehr guten Ansatz. Und werdet da am richtigen Ort anfangen, glaube ich. Ich denke auch, das Jellyverse an sich ist halt schon was sehr Revolutionäres. Und wenn du es dir dann anschaust, dann hat es natürlich Parallelen zu DeFi-Chain, Jellyverse. Du kannst staken, du hast ein Token-System, also ein Asset-System ist ja im Grunde dasselbe. Du hast schon vieles, was du bei DeFi-Chain auch hast, aber du hast halt nicht das Risiko von dem Exploit, der war. Und das ist für mich halt immer noch da, ist immer noch ein Risiko, auch wenn Cake da viel aufgekauft hat und so weiter. Du hast nicht das Risiko von einer zentralen Person, die dann ganz übermächtig wirkt, was gut sein kann, was aber halt auch ein Nachteil sein kann. Bei Jellyverse startest du halt von Anfang an, die DAO startet von Anfang an dezentral. Wir sind von Anfang an zwei Teams, das ist Jelly Labs und das sind wir, Black Swan. Und wenn du da hören würdest, wie es da manchmal abgeht, wir sind uns längst nicht in allem einig. Wir sind natürlich ein großes Team, klar, aber da gibt es Punkte, da wird hitzig diskutiert. Und genauso sollte es aber sein. Genauso sollte es sein. Es sollte dezentral schon anfangen. Und dann hast du halt dieses Problem des D-Token-Systems, des DOSD, hast du nicht, weil du einfach mit Liquity da ein Stablecoin hast, wo einfach super stabil ist. Ja? Und wo einfach so gut ausgeklügelt ist, dass du den bei einem Dollar hast. Und demnach gibt es so ein paar böse Zungen, die sagen, es ist so ein DeFi-Chain 2.0. Ich würde eher sagen, es ist halt was völlig Neues, es ist ein Neustart, aber mit Dingen, die es auch schon früher gab, nur eben diesmal nicht mit den Fehlern, die gemacht wurden. Ja? So könnte man es sagen. So ein inoffizieller Haircut in dem Sinne. Das Nee, hast du jetzt gesagt. ja. Ja, aber ich finde das cool, dass man eben, wenn man, ich sage jetzt mal, das ist wirklich böse, aber wenn man so nach der Haircut-Idee geht, so ein wenig, kann man es schon so ein bisschen betrachten, dass es wie so ein kleiner Neustart ist. Auch für Leute, die von der DeFi-Chain begeistert sind, aber trotzdem sehr viele Probleme sehen und diese vielleicht einfach auch mal. Diese ähnliche Produkte, sage ich jetzt mal, und verbesserte Produkte nutzen wollen, ohne die ganzen Probleme im Hintergrund. Ist jetzt vielleicht blöd gesagt, vielleicht nicht so Ja. richtig ausgedrückt, aber sehe ich schon so ein bisschen so, muss ich sagen. Also im positiven Sinn natürlich. Und halt auch, dass du als Jelly Staker, das gefällt mir so,
dass du halt als Jelly Staker, wenn du deine Jelly stakes, dann wirst du halt beteiligt an dem, was das Jay Assist System auch an Commissions macht. Also du hast Real Yield und du bekommst halt dann als Jelly Staker meinetwegen ein bisschen Bitcoin. Oder du Ja. bekommst ein bisschen Jay Tesla oder sowas. Ja? Das ist Das halt ist völlig cool, ja. verrückt. Ja. Ja, du bekommst halt so ein paar Fractions, so ein paar kleine Bruchteile von solchen anderen Sachen noch, einfach weil du Jelly stakest. Ne? Und deswegen ist auch so, dass für mich das so einen inneren Wert hat, weil wenn andere dann Jelly verkaufen würden, ja, dann kaufe ich Jelly, weil ich kriege da Real Yield. Ne? Ich kriege da richtig was. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Sache als bei vielen anderen Projekten, dass du halt wirklich, wirklich da was generieren kannst und dass es halt nicht aus der Luft nur kommt, weil im Jellyverse ist halt eine sehr schwäbische Einstellung, eine sehr geizige Einstellung, was Inflation betrifft. Da wird halt keine Inflation einfach rausgeballert ohne Ende, sondern da wird sehr sparsam damit umgegangen. Und das Ding sollte sich halt relativ zügig auch von selbst tragen. Ich rede jetzt mal noch nicht von deflationär, das kannst du jetzt am Anfang noch nicht machen, aber das ist schon irgendwann das Ziel, ja? Dass das Ganze eher sogar deflationär wird. Und wenn das gelingt, dann ist natürlich, dann reden wir da von Summen, die ich mir jetzt noch nicht ausmalen kann, ja? Die jetzt noch zu groß sind, um sie zu begreifen. So für den Start, ich glaube, ihr habt ja mit, also Jellyverse an sich plus ihr selbst, habt ihr schon sehr viele Leute in der Community, beziehungsweise viele Leute am Start, die die Produkte am Anfang nutzen werden. Was so marketingtechnisch so geplant, falls du da schon etwas sagen kannst, um auch mehr Leute beispielsweise eben außerhalb, beispielsweise der DeFi-Chain-Bubble auch zu erreichen, weil viele Leute kennen euch ja halt aus der DeFi-Chain natürlich. Wie kommen auch andere Leute auf das Jellyverse beispielsweise? Ja, also ein Teil davon wird natürlich sein, dass wir mit der Chain, auf die es dann gehen wird, mal unabhängig, welches sein wird, aber dass es natürlich eine internationale Chain sein wird, die sehr international breit aufgestellt ist und die auch jetzt nicht irgendwo Top 300 rumdümpelt, sondern es wird schon was Krasses sein. Ja? Es ist nicht irgendwie die hinterste Blockchain, wo man da aus dem Eck rauszieht. Und die haben natürlich schon ein riesen Netzwerk an Leuten, an Geschäftspartnern, an Kunden, an Investoren und so weiter. Und das Tolle ist halt, dass du dann diesmal die Chance hast, im Vergleich jetzt zu DeFi-Chain, wo du halt als eher Dach-Community anfängst und in die weite Welt hinaus willst, ins Internationale willst, ist halt diesmal das gerade andersrum. Du startest international und baust eigentlich auch so ein bisschen so ein deutsches Chapter. Ne? Und das ist natürlich lukrativ für diese Blockchains zu sagen, okay, da wird eine deutsche Community aufgebaut und das ist für die sehr attraktiv, aber du hast halt schon das Internationale und da erreichst du halt viel mehr Leute und so können auch viel mehr Leute potenziell in Shadyverse reinkommen, weil halt die Communities dort enorm groß sind, enorm groß sind. Und das ist natürlich eine Target Group, dass du sagst, okay, auf die Chain, wo es geht, da versuchst du so viele Leute wie möglich abzuholen und für Jellyverse zu begeistern. Und da gibt es schon Maßnahmen. Es gibt noch ein paar andere Maßnahmen. Ich war erst heute und gestern mit Ben in einem Marketing-Core. Aber das darf ich ihm jetzt nicht wegnehmen, weil das ist dann sein Ding, das zu announcen. Aber was da marketingtechnisch kommt, ist heftig. Ich glaube, das hat man so in Deutschland auch jetzt noch nicht so oft gesehen, was da alles kommen wird. Und ich denke, da werden wir einige Leute anziehen. Also, wenn ich irgendwo später so einen Bus hinten her fahre und dann siehst du Jellyverse-Werbung, dann. Ich hoffe jetzt nicht, dass sowas kommt, dann klingt so, als hätte ich etwas besprochen oder so. Ja, früher waren da so Sachen im Gespräch. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Bei DeFi Chain, das Nee. Accelerator-Team hat ja viele, viele Marketing-Sachen umgesetzt. Und da waren auch so ein paar ganz wilde Sachen dabei. Zum Beispiel eine Idee war, dass man so einen Raketenstart sponsert und Okay. dass da DeFi Chain praktisch als Logo drauf ist auf der Rakete und dass sie dann halt hochgeht und dann ist halt to the moon, so eine Rakete, die zum Mond fliegt, so als Marketing-Gag. Aber die zündest du halt einmal und dann ist vorbei und wenn die halt abstürzt, dann sieht es halt richtig schlecht aus. Oder der Dennis Schröder war auch mal im Gespräch, dass man den Basketballstar, deutscher Basketballer, dass man den sponsert. Ich weiß nicht, dass er zwei, drei Bälle reinwirft oder so, die DeFi-Chain-Bälle sind. Aber nach der WM konnte man sich den auch nicht mehr leisten. Das war dann auch vom Tisch.
Aber das sind ein paar wilde Marketing-Sachen eh schon damals so im Raum gewesen, kursiert. Und ich glaube, im Jediverse wird es da noch viel wildere Sachen geben als die. Ich muss auch sagen, so bei der DeFi-Chain, so wenn ich das, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, so marketingtechnisch, und da kam mir als erstes eben die NFC in den Kopf. Aber man könnte und oder konnte und könnte immer noch so viele Sachen machen. Blöd gesagt, nur schon irgendwelche Sportvereine, so kleinere Vereine oder so etwas sponsoren, mit kleinen Beträgen, die beispielsweise dem Fund nicht wirklich wehtun würden, um einfach immer wieder kleine Gruppierungen von Leuten vielleicht auf die DeFi-Chain zu bringen. Und der erzählt es wieder dem, etc. Ich dachte nur schon so, blöd gesagt, solche Dorfvereine, packst ein paar hundert Dollar in DFI, sponsorst die beispielsweise. Solche Sachen könnte man alles machen, auch wenn das jetzt nicht großartig, ich sage jetzt mal, viel bringen würde, aber vielleicht doch, weil es halt völlig was anderes ist. Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, ob es halt jemand macht. Genau, Und das ist ja. halt oft das, wie viele tolle Vorschläge ich schon von Leuten gehört habe. Und dann sage ich, ja, perfekt, reicht es als CFP ein. Und dann kommt immer, ah, nee, ich wollte dir das nur sagen, damit du es machst. Ja? Okay, ja. Und da kommen echt viele Vorschläge, die gut sind. Aber du brauchst halt die Leute, die wirklich intrinsisch motiviert sind, es umzusetzen. Und Voll. du musst halt auch, wenn du ein CFP machst, vor allem ein großes, da musst du auch mit viel Kritik klarkommen, weil was Marketing angeht, jeder weiß es besser. Jeder weiß es besser. Was weiß ich, jemand hat mal beim Weihnachtsmarkt irgendwie einen Stand gehabt und meint, er ist der Sales-Guru und Marketing-Guru schlechthin, ja? Weil er da nochmal einen Zweig mehr dran gemacht hat an den Stand. Also du musst ja von jedem irgendwie was anhören und jeder hat eine Meinung dazu. Und deswegen ist es echt auch ermüdend, wenn du es dann durch hast. Dann fragt niemand mehr, weil dann hast du es geschafft, dann hast du das Genau. CFP durch und dann machst du, wie du es denkst. Aber bevor du das Geld hast, die DFI hast, jeder weiß es besser. Jeder. Voll. Mal schauen, jetzt habe ich ja mehr Zeit, dann kann ich ja irgendwas mal austüfteln. Let's go, ich unterstütze dich. Fände ich cool, wenn Dankeschön. du was machst. Ja, also noch nichts in Stein gemeißelt, aber ich hatte schon vor, mal irgendwas auch einfach außerhalb zu machen. Das Ganze könnte man natürlich dann auch irgendwie dokumentieren. Ja, mal gucken. Ja, so Black Swan, wenn wir noch mal ein bisschen auf Black Swan zurückkommen. Was ist auch so für die Zukunft geplant? Ich glaube, so was am Anfang alles kommt, hast du auch im Münchner Event schon so ein bisschen mitgeteilt. Was ist so zukünftig noch geplant? Ist da schon viel geplant oder steckt jetzt einfach mal alle Energie wirklich in den Start, dass alles funktioniert? Wie sieht das Ganze so aus oder was darfst du überhaupt schon sagen? Es wird zweigeteilt, weil auf der einen Seite haben wir halt auch den Anspruch an uns. Wir merken das ja auch, dass die Leute nachfragen und wir wollen jetzt erstmal was liefern. Wir wollen halt den Leuten erstmal zeigen, es war nicht nur großspurig dahergeredet und das werden mir Leute jetzt wahrscheinlich auch wieder schreiben. Ja, da ist das so groß angekündigt, aber es ist ja noch nichts da. Wir wollen halt endlich mal was liefern und deswegen denke ich, wird das nächste Ding erstmal das JS System sein, also Apollon sein im Jellyverse. Aber wir haben natürlich jetzt auch schon Pläne, die darüber hinausgehen, weil wir haben jetzt Developer angestellt, wir haben mittlerweile ein recht großes Team auch und es muss ja auch danach weitergehen. Das heißt, du musst eigentlich jetzt schon vorbereiten, was danach kommen soll, weil ansonsten hast du halt wir haben jetzt wirklich gute Leute angestellt und die Leute gehen dir halt sonst. Oder du musst sie zahlen und sie tun halt nichts, eins von beidem. Aber solche Leute, die kannst du halt schwer halten, wenn du kein neues Projekt hast. Und deswegen haben wir da schon was. Ich kann da noch nicht viel sagen dazu, weil das ist jetzt auch erst im Anfangsstadium, weil wir halt echt erstmal das JS-System abschließen müssen. Aber Real-World-Asset ist schon unser Thema, würde ich sagen. Und das könnte man jetzt auf das JS-System beziehen. Das sind auch eine Art Real-World-Assets, diese Aktien, aber wir denken da auch noch weiter. Wir denken jetzt nicht nur an Aktien, die man tokenisieren kann, sondern es gibt ja noch mehr zu tokenisieren. Und da haben wir in der Community, in der DeFi-Chain-Community tatsächlich, aber auch Jellyverse-Community, Leute gefunden, die intrinsisch motiviert sind, da mitzuhelfen, da was zu machen, die gute Kontakte haben, auch zu Leuten, die da schon sehr groß sind in einem Business, das eben momentan noch nicht auf der Blockchain abgebildet ist. Und das werden wir auf die Blockchain bringen. Und da sind wir jetzt gerade noch
in der Phase, wo erstmal das Projekt geplant wird. Aber ich glaube, das wird auch nochmal ein krasses Ding. Und das wollen wir, wenn es gut läuft, natürlich auch auf Meta-Chain bringen. Also nur weil wir jetzt mit Jellyverse woanders sind, heißt es das nicht, dass nie wieder was auf Meta-Chain kommen wird, sondern wir denken da natürlich ganz klar an Meta-Chain. Und ich glaube, dass es das auch ein sehr cooles Projekt wird. Ist nicht so mega kompliziert wie jetzt das JS-System, aber ich glaube, das ist etwas, was viele Leute gerne nutzen werden. Und ich werde es auch selber nutzen. Also wenn es rauskommt, dann werde ich meinen physischen Bestand verkaufen und werde den auf die Blockchain transferieren. Da bin ich mir sicher. Ja, aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, was das dann genau Alles sein klar. wird. Sehr schön. Also ich glaube, jetzt haben auch viele Leute ein bisschen Klarheit, was da auch noch ja, in Zukunft kommen kann. Ich wollte das, also keinen negativen Abschluss machen, aber vielleicht noch, du hast jetzt gerade angesprochen, eben der Nicht-Launch auf der Meta-Chain. Willst du den Leuten noch irgendetwas mitteilen oder vielleicht so ein bisschen deine Gefühle vielleicht sagen? Also ihr habt mir sehr, sehr leid getan, dass das Ganze announced wurde. Ich habe eben extra dann auch noch ein Video gemacht, um vielleicht eure Sicht noch ein bisschen zu stärken. Viele Leute waren ja sehr negativ eingestellt, weil ihr nicht auf der Meta-Chain launcht. Du hast jetzt etwas erwähnt, das heißt ja nicht, dass ihr gar nichts auf der Meta-Chain macht. Und ich weiß nicht, also vielleicht nehme ich jetzt was vorweg oder etwas Falsches vorweg, aber es hieß ja nie, dass ihr nichts mehr auf der Meta-Chain macht. Es war ja wirklich vom Launch. Und ich glaube, viele Leute haben es einfach nicht kapiert oder waren sehr enttäuscht, dass ihr einfach den Launch nicht auf der Meta-Chain macht. Aber vielleicht könnte das Ganze ja eben positiv sein, dass ihr erst später auf die Meta-Chain, falls es mal so weit kommen würde, auf die Meta-Chain kommen würdet, wenn ihr schon bekannt seid und vielleicht neue Leute beispielsweise auf die DeFi-Chain bringt. Ist da generell noch mehr auf der Meta-Chain geplant oder eben wie das Ganze dann später aussieht? Ich glaube, da kannst du noch nicht viel sagen. Aber ich glaube, die Leute haben das vielleicht ein bisschen falsch verstanden oder ein bisschen den falschen Hals gekriegt. Wie willst du das Ganze? Ja, also ich würde da nichts ausschließen. Ich glaube, es wäre vollkommen verrückt, sowas kategorisch auszuschließen, weil wir haben das an logischen Punkten festgemacht, zwar die Liquidität. Und wenn diese Liquidität zurückkommt und wenn die Probleme behoben sind und wenn auch der Streit zwischen Julian und Yusin erledigt ist und da Klarheit herrscht und es ein positives Ende nimmt, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass die Meta-Chain wieder attraktiv wird für unsere Projekte. Aber da muss halt viel passieren und deswegen will ich jetzt ungern sagen, ja, das ist was, wo jetzt so ein Move ist, wo man erstmal die Leute einsammelt auf einer anderen Chain und dann bringt man die alle zur DeFi-Chain. Ich glaube, so ist ein bisschen zu einfach, aber wenn sich die Fakten ändern, dann ändern sich auch die Meinungen. Und ich glaube, dass es zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht der Fall ist, aber ich hoffe, es wird irgendwann der Fall. Ich hoffe, wir schauen zurück und denken, wow, DeFi-Chain hat sich krass entwickelt, das wird wieder was, ne? Das wird wieder was für uns, das wird wieder spannend. Also das hoffe ich eigentlich, weil ganz gehen tue ich auf jeden Fall nicht, ne, sondern ich werde der Community treu bleiben. Ich möchte auch weiterhin mit den Leuten in der Community zu tun haben. Und nur weil manche Leute jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, heißt es das nicht, dass ich DeFi-Chain komplett den Rücken kehre. Aber du hast jetzt auch nach dem Exit so ein bisschen gefragt. Ja, da gibt es eine kurze Form und eine lange Form, darauf zu antworten. Vielleicht, ich versuche ein bisschen auszuholen, aber an manchen Stellen auch zu kürzen. Aber ich glaube, das könnte die Leute auch interessieren, weil ich habe da jetzt auch noch nie öffentlich drüber gesprochen, wie das Ganze dann eigentlich war. In vielen Einzelcalls habe ich es schon erzählt, aber noch nie so öffentlich. Ich meine, die Dinge haben ja schon angefangen, als im November der Streit bei Cake losging. Und der Ben und ich, da war auch der Fo dabei. Wir hatten einen Marketing-Call, ich kann mich noch erinnern, ich war in Mallorca zu der Zeit und dann kam diese News raus und der Ben ist jemand, der in Calls, wenn er eine schwere Entscheidung zu treffen hat oder wenn er Unheil erwartet, dann macht er immer das. Ja? Und meistens auf beiden Seiten. Ich kann es jetzt nur nicht machen, weil mit der anderen Hand halte ich das Handy. Und das macht er dann, wenn er eine schwere Entscheidung zu treffen hat oder wenn er denkt, oh, da wird irgendwas richtig schwierig. In dem Call, da hat er links und rechts schon rote Flecken, weil er in dem ganzen Call saß er so da und sagt, hey,
ich mache mir Sorgen, jetzt streiten sich Mama und Papa, ja, also Jusin und Julian, und du selbst, du versuchst Tag und Nacht dein Projekt voranzubringen und dann kommt sowas aus heiterem Himmel. Und da fingen schon die Bedenken an, bei mir ja auch, bei uns allen. Aber da war es noch so, dass man halt die rosarote Brille aufhatte und dachte, ja, es wird schon wieder. Und wenn es einer rumreißt, dann ist da Julian und so weiter. Und da war noch so Friede, Freude, Eierkuchen trotzdem noch. Aber das hat schon den ersten Riss gegeben. Und dann ging es weiter, dass wir kurz vor dem Event in München, da war ja Inner Circle Event und da war DeFi Chain Day, dass wir da natürlich schon kein gutes Gefühl mehr hatten. Weil wir haben diese Entwicklung gesehen, es wurde nicht besser, es wurde eher noch schlechter. Und du fühlst dich natürlich dann auch nicht gut, dahin zu gehen mit dem Wissen, dass du eigentlich schon nicht mehr zu 100% dahinter stehen kannst, hinter dem, was da abgeht. Aber du kannst halt auch nicht hingehen, weil Paul Watzlawick, du kannst dich nicht kommunizieren. Wenn du nicht hingehst, dann ist es ja auch klar kommuniziert, okay, du gehst woanders hin. Und so war es ja da noch nicht. Also wir waren noch in Überlegungen, wird es noch was oder wird es nichts mehr, auch wenn alle Punkte schon dagegen gesprochen haben. Und dann waren wir uns irgendwann sicher. Dann war aber an dem Wochenende war NFC-Event. Und wir waren uns vor diesem Wochenende eigentlich schon klar, okay, wir gehen woanders hin. Ja, es ist jetzt entschiedene Sache, beschlossene Sache. Jelly Labs hat sich entschieden. Wir haben da mitgeredet, aber Jelly Labs hat es entschieden natürlich und wir waren voll dahinter hinter der Entscheidung. Und dann war aber NFC-Event und dann haben auch die Jungs gesagt, ja, das können wir jetzt nicht machen, weil wir announcen das jetzt und dann bist du hier beim DeFi-Chain-Event und es geht jetzt nicht. Aber die Leute haben natürlich in den Gruppen auch schon nachgefragt, in den Telegram-Gruppen und so. Und die haben da schon geschrieben, ich meine, die typischen Verdächtigen, ja, was ist jetzt? Gerüchte gehen rum und so weiter. Und du konntest es eigentlich schon fast nicht mehr einfangen. Und dann bin ich nach dem NFC-Event heimgefahren, am Sonntagmorgen um 7 Uhr früh. Bin 5 Stunden heimgefahren mit dem Auto, bin in 3 Blitzer reingefahren, weil an dem Sonntag halt schon das vorbereitet werden musste, dass die Leute dann einen Tag später, am Montag, dann eben diese News kriegen. Und da war viel zu tun davor. Und seitdem, also an dem Tag, am Montag schon, aber dann am Dienstag und Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da stand mein Handy nicht mehr still. Ja, als diese News rauskam von Santiago, dieses Video rauskam, es war das, was ich noch nie erlebt habe. Also aus Sicht eines Sozialarbeiters und jemand, der Psychologie auch also häufig in Fächern hatte und da auch Weiterbildungen gemacht hat und so, war es super spannend, weil ich habe mich dann versucht, von außen zu betrachten. Und es sind halt auf mich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, bei Santiago sicher auch, aber auf mich sind halt 500 Leute irgendwie, also 500 Menschen mit ihren Emotionen sind zu mir gekommen und haben ihre Emotionen an mir ausgelassen. Teilweise positiv, manche waren, hey, let's fucking go, lass auf eine andere Chain gehen, super Entscheidung, ich habe es schon als Totalverlust abgeschrieben gehabt, das Jellyverse, und jetzt sehe ich wieder voll den Mehrwert drin. Andere, die haben gesagt, wie könnt ihr nur, ihr seid Verräter. Viele Nachrichten kamen, dass ich ins Gefängnis soll. Ich weiß nicht warum, aber einfach mal zu sagen, bin ich ins Gefängnis, kriege ich jetzt noch Nachrichten. Ich habe eine Nachricht von dir gescreenshottet und damit bringe ich dich ins Gefängnis. Ja, mach mal, Was mach, tatsächlich? ja. Ja, das, ich schreibe Krass. jedem, probier, ja, mach, ist okay. Aber da kommen immer noch Nachrichten, wo so sind. Und an den Tagen war es halt besonders heftig. Und ich hatte da auch kurz so einen Moment, wo es mir auch richtig schlecht ging. Ich habe mich selber in die Situation gebracht. Ich bin das Gesicht von Black Swan, auch wenn die anderen sicher das technisch deutlich bessere Verständnis haben als ich, aber die Person vorne, die bin halt ich. Und das ist halt dann auch meine Verantwortung, die ich damit tragen muss. Und ich wollte mich nicht rausziehen und sagen, ja, der Santiago hat das ganz alleine entschieden und wir konnten ja nicht anders oder so, weil es einfach nicht stimmt. Wir haben mitgesprochen und wir stehen dahinter. Und dann muss ich mich der Verantwortung auch stellen. Und dann schreibe ich auch in den Telegram-Gruppen und so weiter. Und dann stelle ich mich den Nachrichten. Aber ich hatte da so einen Moment, wo ich dann abends um 12 Uhr ungefähr habe ich mit meiner Freundin telefoniert. Die war in der Zeit im Ausland. Und sie hat dann gefragt, und ist das Schlimmste überstanden? Und ich erzähle ihr von meinem Tag. Und dann habe ich sie gefragt, wie war dein Tag? Und ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, was sie gesagt hat, weil in der Zeit
bestimmt 20 Nachrichten bei mir reingingen. Das war nachts um 12. Und ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, was sie sagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kriege die ganze Zeit Nachrichten, aber jetzt ist das meiste überstanden. Und meine Eltern haben mir auch geschrieben, ob es mir gut geht. Und dann habe ich meiner Freundin gesagt, ja, ich schreibe jetzt noch meinen Eltern, dass mir gut geht und dass alles okay ist und dass überstanden ist. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, meine Eltern, die haben mir um 15, 16 Uhr geschrieben an dem Tag. Und ich habe allen Investoren zuerst zurückgeschrieben. Und dem letzten, dem ich schreibe, sind meine Eltern. Und es hat mir so weh getan in dem Moment. Da denkst du kurz, okay, bist du jetzt ein schlechter Mensch? Bei den Leuten, die dich am meisten lieben, meldest du dich als letztes. Und die haben natürlich mitgefiebert, die haben gewartet auf eine Nachricht, ob alles gut ist, weil die wussten, was kommt. Und das tat mir schon echt weh an dem Tag. Und da waren noch mal ein paar so Stiche im Bauch drin, wo ich sage, Leute, mit denen du 2 Jahre lang wirklich einen guten Kontakt hattest und wo du sagst, die sind nicht Freunde, Freunde in dem Sinne, Kindheitsfreunde, aber Menschen, die du magst und die du schätzt, und die kehren dir den Rücken oder reden schlecht über dich oder feinden dich sogar an. Das tat schon manchmal weh, muss ich sagen. Aber es hilft dir auch zu sehen, wer es gut mit dir meint und wer es nicht gut mit dir meint. Und es ist eine Erfahrung, die ich nicht empfehlen kann. Aber es wird dir einiges klar dadurch. Und ich glaube, mir ist dadurch sehr viel klar geworden. Und ich weiß jetzt auch, wer zu mir steht in solchen Zeiten, also aus der Community, und wer halt einfach nur an deiner Seite sein will, wenn es kostenlose Tickets gibt oder Wenn es wenn gut es für dich Fame ankommt. abzugreifen gibt. Und das war im Nachhinein eigentlich was Gutes. Na. Ja, das tut schon weh, wenn man das so hört. Weil ich bin da sehr, also aktiv am Mitlesen gewesen in Telegram-Kanälen und was da alles geschrieben wurde. Also ich will nicht wissen, was du alles Privatnachrichten bekommen hast, aber nur schon in der Dach-Community-Telegram-Gruppe, was da alles geschrieben wurde. Also komplett, also ich glaube, ich wäre da kaputt gegangen an dem Abend. Also ich glaube, ich hätte mein Handy weggelegt und aber du hast ja wirklich jedem zurückgeschrieben und Duo, ich habe die ganze Zeit gesehen, wie ihr einfach durchgehend geantwortet habt und ich wollte mir nicht vorstellen, wie das war. Also da kannst du auch nicht in die Metakommunikation gehen und einfach mal alles von oben betrachten, weil ich glaube, da bist du so in deinem Film drin. Ja, Ja. es waren ungefähr 2500 Nachrichten in der Woche. Also nur mit Community-Mitgliedern, 2500. Ja, Ja, und das war es ja nicht nur ein war Tag, schon das war ja heftig. eine Woche und die zweite Woche war es sicherlich auch noch und eben du sagst, du bekommst heute noch Nachrichten. Das ist ja. Puh. Aber viele haben Brutal. sich auch, ich möchte es auch positiv noch sagen, Ja. viele haben auch mich angefeindet und haben dann eine Nacht drüber geschlafen. Und haben mir am nächsten Tag geschrieben, hey, ich finde es immer noch nicht cool, aber es war zu viel von mir. Es war zu emotional von mir. Haben mir ganz viele geschrieben. Und ich nehme es niemandem übel. Also auch jetzt noch, wenn es Leute gibt, die da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, hey, passiert alles gut von meiner Seite aus. Macht euch keinen Kopf. Von meiner Seite aus ist alles gut. Ich möchte keine verbrannte Erde hinterlassen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte ja nicht mal gehen. Ich möchte Community-Mitglied bleiben. Und es ist okay. Ich bin früher auch ab und zu mal übers Ziel hinausgeschossen. Als junger Wilder am Anfang der Twitter-Karriere habe ich auch manchmal über Leute geschrieben und die vorverurteilt, wo ich heute auch denke, ah, es war einfach ein bisschen doof auch damals. Und deswegen, ich nehme es niemandem übel. Es ist völlig okay. Die Knast-Sache, ja, hört auf zu schreiben, ich soll in den Knast, weil es ist einfach Bullshit. Aber ansonsten die anderen Nachrichten. Hey, Schwamm drüber, alles gut und lasst uns weitermachen. Und das ist vielleicht auch so was, wo man sagen kann, vielleicht kann ich auch versuchen, da eine Brücke zu bilden, weil ich möchte eigentlich nicht, dass Leute sich entscheiden müssen für Jellyverse oder für DeFi-Chain und automatisch heißt es, man ist gegen das andere, sondern ich glaube, es kann beides funktionieren. Man kann sowohl in der DeFi-Chain-Community aktiv sein und in der Jellyverse-Community aktiv sein. Man kann in beidem investiert sein. Und man kann sich über beides aufregen, man kann über beides hyped sein. Das funktioniert, das geht. Wir Menschen sind nicht so schwarz-weiß. Da gibt es so viele Graustufen dazwischen. Und nur wenn man das eine super findet, dann muss man nicht das andere schlecht reden. Und ja, vielleicht rede ich manchmal DeFi-Chain schlecht,
oder kritisiere sie stark. Aber ich mache es eigentlich nur, weil sie mir am Herzen liegt. Und wenn ich mich dann aufrege, warum es nicht besser wird und warum man nicht das noch macht und dies noch macht, eigentlich nur, weil ich Gutes will. Und ja, deswegen sage ich, lass doch beides einfach leben. Lass doch beides einfach stehen. So, man hat nichts davon, wenn man das eine fertig macht und sich da ein Lager aufspaltet. Und das möchte ich auch allgemein sagen. Ich meine, in der DeFi-Chain-Community gab es ja auch immer mal wieder Lager. Ja? Ich muss jetzt nicht aufzählen, aber auch da sage ich, nur weil ich zu dem einen Lager geordnet werde, heißt es nicht, dass ich nicht, um ein Beispiel zu nennen, beim DeFi-Chain Day in München neben einem Kügi sitzen kann und mit ihm gemeinsam lachen kann. Ja? Weil als Mensch schätze ich ihn, mag ich ihn, auch wenn man uns verschiedenen Lagern manchmal zuordnet, aber hey, ich, ist eigentlich ein cooler Typ, ich mag ihn und wir verstehen uns eigentlich auch gut. So, manchmal wird es auch heißer gegessen als gekocht und es wundert mich dann manchmal, weil warum? So, warum muss man da dann so zwei Lager aufspalten, wo es eigentlich keine geben muss? Kann ich voll nachvollziehen. Das, aber wirklich stark von dir, dass du das Ganze so reflektiert betrachtest, dass du so ja, so gut über dieses Thema auch noch reden kannst. Also jetzt mit dem Launch noch mal kurz. Aber ich glaube, da waren auch sehr viele Leute sehr emotional auch in diesem Moment. Also ich finde es gut, dass du das auch keinem übel nimmst, eben wenn sich die Leute auch noch entschuldigen und das Ganze vielleicht noch reflektieren. Und ich glaube, viele waren da sehr emotional angespannt, eben auch durch die ganzen Geschichten mit Bake. Es kam ja sehr vieles auch aufeinander. Und ich glaube, das war für viele Leute einfach wie so ein kleiner Schlag. Aber wenn sie dann eher darüber nachdachten, dass es dann schon verständlich ist, ja. Viele haben mir auch geantwortet, als DeFi-Chain-Community-Mitglied tut es mir unglaublich weh, finde ich es richtig scheiße. Aber als rationaler Investor, glaube ich, ist es genau die richtige Entscheidung, Genau. die er trifft. Und das finde ich dann wiederum cool. Und das haben mir auch viele Leute geschrieben, die tief in der Community sind und die wirklich DeFi-Chain repräsentieren auch. Auch die haben mir geschrieben, hey, als jemand, der DeFi-Chain Community-Mitglied ist und DeFi-Chain repräsentiert, nicht cool. Als dein Freund oder als jemand, der dir nahe steht oder als jemand, der es gut mit dir meint, ja, ist in Ordnung. Ja, macht euer Ding. Ja, und ich kann auch das unterschreiben, was du jetzt beispielsweise gerade mit Kügi gesagt hast. Man muss nicht immer mit allen Leuten derselben Meinung sein. Also eben, es gibt Leute, die sind in dem Lager, die anderen in dem. Und ich glaube, wenn jeder konstruktiv miteinander kommuniziert und diskutiert, dann kann auch sehr, sehr viel Gutes entstehen. Vielleicht nicht alles schönreden oder schlecht reden, sondern einfach, ja, zusammen das Ganze, ja, wieder auf Vordermann bringen. Und zusammenarbeiten, statt nur alle immer kritisieren und vielleicht auch Entscheidungen und solche Sachen auch hinterfragen und ja, beispielsweise eben mit dem Verschieben des, also mit dem anderen Launch, ja, vielleicht auch sich mal überlegen, warum man das überhaupt gemacht hat und vielleicht nicht gerade urteilen und ja, sagen, dass ihr Verräter seid, der DeFi-Chain oder solche Sachen, was man da gelesen hat. Ja. Ja, weil wir sind halt nicht morgens aufgestanden und der Ben ist nicht aufgestanden, hat mir angerufen und meinte, du, heute irgendwie regnet's, Launchen wir. heute fühle ich mich irgendwie, als müssten wir jetzt die DeFi-Chain verlassen. Und ich habe dann aus dem Fenster geguckt und habe gesagt, ja, bei mir ist auch schon bewölkt, so, hey, lass uns woanders hingehen. Es war ja keine Entscheidung, die man einfach so aus der Hüfte raus trifft, sondern da war viel Leid und Drama erstmal da und Ungewissheit, Unsicherheit. Und im Nachhinein sage ich, es war die richtige Entscheidung. Und ich glaube, das heißt nicht, dass DeFi-Chain nicht abgehen wird und dass DeFi-Chain nicht auch erfolgreich sein kann. Aber für uns war es zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung und ist nach wie vor. Und ich glaube, dass die Leute jetzt auch langsam wieder hyped sind. Also es war kurz was zu verdauen, aber ich mag es jetzt in den Gruppen, in den Jellyverse-Gruppen und so weiter. Die Leute sind heiß, die warten jetzt darauf, dass es losgeht. Und da gehöre ich auch dazu. Ich warte auch darauf, dass es losgeht. Ich finde es schön, dass du sehr positiv, ja, in die Zukunft blickst. Ich mache es auch. Also ich freue mich auch, bis Jellyverse launcht, dann auch Videos über Jellyverse zu machen, um da, ja, den Leuten auch zu zeigen, was dann Jellyverse alles machen kann und was das Ganze auch bringt. Hast du noch Ich würde irgendwelche... dir gerne noch ein Geschenk machen. Ich habe noch ein Geschenk mit dabei. Okay. Und zwar würde ich dir gerne zum Launch von Jellyverse, also sobald Jellyverse launcht,
würde ich dir gerne 1000 Jelly Token überreichen. Und ich würde dir geben, in der Hoffnung, dass du, wenn unser J-Asset-System rauskommt, wenn Apollon rauskommt, dass du ein Musterportfolio dir aufbaust und dass du vielleicht deine Follower, die du hast, dass du sie immer mal wieder updatest, was so aus deinem Musterportfolio geworden ist. Das würde ich super gerne unterstützen mit 1000 Jelly Token. Aus meiner eigenen Tasche, nicht von Black Swan, nicht von Jelly Labs, von mir selbst, weil ich möchte deinen Kanal unterstützen und ich würde auch gerne Content dazu sehen. Ich würde auch gerne ein Portfolio von dir sehen auf Apollon. Und wenn ich das mit 1000 Jelly Token unterstützen darf, die du dann ins Collateral packen kannst oder was auch immer, dann würde ich es sehr, sehr gerne tun. Boah, das krass. Danke, danke dir vielmals. Also nehme ich sehr, sehr gerne an und danke vielmals. Ich weiß jetzt Ja, gerade schon gerne, fast schon gerne. schlechtes Gewissen jetzt. So. Weil ich bin nicht sehr gut in Sachen annehmen, aber danke dir vielmals jetzt schon. Ich sende die einfach rüber, da hast du gar keine Okay, Wahl. ja, Die kommen cool. einfach in deine Wallet rein, und dann sind die rübergesendet und dann ist es so. Boah. Danke, Nee, danke vielmals. Das würde ist mich richtig wirklich cool. freuen. Danke dir vielmals. Boah. Gerne. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, ja, für die Community, was noch loswerden möchtest? Ja, ich möchte mich bei jedem bedanken, der mir geschrieben hat, der mir Mut zugesprochen hat, der das unterstützt hat, was wir tun. Auch an alle Leute, die bei den NFC-Events waren und die mitgeholfen haben, diese Events so cool zu machen. Es hat gelebt von den Leuten, die da waren. Auch an die herzlichen Dank. Ich möchte mich bedanken für jeden, der bei den Twitter Spaces zuhört und da regelmäßig dabei ist. Ich möchte mich bei allen bedanken, die es mit mir in den 2 Jahren DeFi-Chain bisher oder 2,5 Jahren gut gemeint haben. Und ich hoffe, dass sie mir weiterhin die Treue halten bei dem, was kommt. Denn es wird vielleicht nicht mehr DeFi Chain Only sein, aber DeFi Chain wird immer irgendwie mit dabei sein. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass es weiterhin so positiv weitergeht und dass weiterhin der Zuspruch auch da ist von den Leuten. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ein paar neue Geschichten bringen. Und sag mir gerne Bescheid, entweder in den Kommentaren. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Ist auch ein Fehler, den ich mache. Es haben mir viele Leute gesagt, tu es nicht, aber ich mache es halt trotzdem. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Also wenn ihr was schreibt, macht es gerne oder schreibt mir privat. Ihr wisst ja, auf Telegram schreibt mich einfach an. Oder in den Jellyverse-Gruppen. Ja, schaut da rein. Da ist es richtig cool. Also kommt gerne mal rein, kommt gerne rüber. Und ja, einfach danke. Und danke Ich auch dir. bedanke mich auch ja, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt über eine Stunde, die wir ja hier zusammen verbringen durften. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt alle Fragen, die ihr ja, euch gefragt habt, beantwortet. Ansonsten genau, Bene lest sich jeden Kommentar durch. genau, also könnt ihr gerne ja, in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch wissen möchtet. Euch vielleicht bei Bene bedanken. Vielleicht, ja, falls ihr an einem NFC-Event wart, so ein bisschen eure Erinnerungen, Erfahrungen gerne auch mitteilen. Gerne auch positive. Ich glaube, die meisten bei den Events sind immer positiv. Also auch das Event in München war, es war so cool, einfach so viele Leute, die man ja vorhin aus dem Internet gesehen hat, auch mal in Real Life zu sehen. Genau, schaut gerne bei Jellyverse vorbei, bei Black Swan, bei Apollon, wenn das Ganze ja dann auch launcht, unterstützt gerne den Bene. Ich werde auch seinen YouTube-Kanal unten in die Videobeschreibung packen, auch seinen Twitter. Vielen Dank. Ja, dass ihr da auch immer auf dem neuesten Stand seid. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr ja als nächstes vielleicht hier ein Interview sehen wollt. Und ja, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.